toll, hier ist es scheiße kalt, zumindest dann, wenn ich es haben möchte, und hier ist es fantastisch warm. So fantastisch, dass es drückt und zwickt und die mögen mich piesacken. Bei und vor Let's Play Castlevania The Lugard Chronicles 2. So, ich musste mich jetzt ein klitzekleines bisschen lang nochmal dran erinnern lassen. Was heißt dran erinnern lassen? Komm, flieg mal runter. Danke. Oh Gott, Hundi! Chunk! Und zwar, oh Gott, ah ja, genau. Dass ich in der letzten Folge die phantastomatischen Handschuhe des ungrauigen Anfassens gekriegt habe. Damit darf man alles tun. Sogar in die Pflege gehen oder anderen Leuten ein Brot schmieren. Das finde ich super. Ah, ein Giftbrot für die Spinne vielleicht. Nun denn, ich muss nochmal diese geile Höhle. Aha. Das ist du bist jetzt da, du bist ein kleines. Haha, bisschen scheiße platziert. Meine Freundin. Alle Spinnen sind Freundinnen, ne? Immer schön gucken, dass die nicht draufgehen. Na, das nehme ich mal mit. Ich habe mich offscreen nach der letzten Episode ein wenig durch die... War das hier richtig? Ich glaube ja, das war hier richtig. Habe ich mich ein wenig durch die Bewohnerung des Dorfes gefragt und durfte dann am Ende des Tages feststellen, dass keiner auch nur eine rotzige Nähe der Ahnung hat, was sich in diesem Raum eigentlich tut, wo das Skelett auf mich wartet. Was Earl Borland, der irgendwann seinen Zaun unterirdisch verlegt hat. Keine Ahnung warum, dafür habe ich die Serie schon so lange nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich hier keine gute Erklärung... Toll! Was? Wo habe ich denn das scheiß Messer her? Ich würde doch niemals absichtlich mein Messer tauschen gegen coole Sachen. Links oder rechts? Ich meine, gehen wir erstmal hier hin. Moment, oder? Kann ich hier... Nein, ich darf nicht da drauf, das ist toll! Oh, das ist noch viel toller. Kann man das kaputt hauen? Oh, fuck. Raucherbein! Weg! Aua, in den Hintern rein mit dem... Mann, ist das ein Kack! So. Oh nein! Oh Gott, das ist so ein Kack hier. Ha! Ich brauche mehr Crits! Ah, das ist ein Witz! Ja, genau, reingejammelt! Höck! Höck! Oh. Okay, jetzt die Heiler... Verdammt, diese Dinger sind so Ding! Okay, jetzt. Oh, danke schön. Oh Gott, wie komme ich hier dahin? Hoppa, hoppa. Hoppa. Oh, ein Trank, um den sich die High Recovery Ranker ranken. Sehr schön. Oh, der legendäre Trank des Überlebens. Ich liebe ihn dafür, dass er da ist. Toll, an dieses Heilteil komme ich nicht mehr ran. Okay, schnell runter, bevor der Typ kommt. Okay, guck mal. Achso, hier. Ich möchte doch hier oben hin. Und jetzt schank, schank, schank. Was hat mich zum Teufel erwischt, ey? Oh Gott, nochmal. Ach, du warst das? Ja, das ist fair. Das ist so fair gebaut. So, ha, das war fair. Hier, nimm dies, Zombone. Ist der Zombone tot? Nein, ist er noch nicht. Jetzt ist der Zombone tot. Liebes, wenn er... Mann, die ich hasse es, wie die da rum sind. Da kommt man doch nicht durch. Oh, und dann schon wieder davon einer. Mm. Ja, toll, tolles Gegnerplatzierungsdesign. Ich komme da nicht lang, weil ich nichts habe, um nach oben zu lümmeln. Oh, hab ich den doch mal getroffen? Okay, hier kann ich... Das ist nicht dafür gedacht, dass man aus der Richtung kommt. Bin ich ganz... Ja, ist es nicht. Ist es nicht gedacht, dass man von der Richtung kommt. Okay, man kommt hier aber irgendwie wieder hoch und dann kriege ich hier Geld. Ach Gott, ich hätte vorhin mal pinkeln sollen, glaube ich. Was? Yes! Yes! Die beste Idee ever, hier hinzukommen. Oh, das Spiel ist so gut designt. Oh, ich liebe es. Genau an der richtigen Stelle die richtigen Dinger hingestellt. Yes! Nein! Nein! Scheiße, genau an der falschen Stelle die Dinger hingestellt. Ich hasse das Spiel. Es ist unglaublicher Dreck. Mann. Und ich muss pinkeln wie ein Lümmel. Oh, wie komme ich denn jetzt wieder? Jetzt habe ich den ganzen Weg wieder... Oh Gott, nein. Ich darf den ganzen Weg wieder zurücklaufen durch das Ertrinken und alles andere auch. Nein. Nein. Da kann mich auch die Nacktfrau nicht retten. Ich meine, seelenmächtig. Von meiner Psyche her, das wollte ich gesagt. Ja! Friere mir den Kopf ein, du Olle.
Oh Gott, ich muss so pinkeln. Nein, ich wollte... Ich habe das nicht geworfen. Ich habe es nicht geworfen. Dreh dich um, wenn du kämpfst. Sau. Verdammt. Schaffe ich's? Bin ich jetzt noch zurück zur Speicher... Also nicht zu der Speicherstatue, sondern zu der richtigen. Jo, super Design. Weg hier. Haha. Ja, die darf man nicht umbringen, die darf man nicht schlagen, darf man nicht. Nein, nein, nein. So, wenn ich das überlebe, mal sehen. Verdammt, wo kriege ich die Kacke immer her? Ich habe keine Lust, jetzt Geld auszugeben. Mein Gott, ich lese nicht, ich gehe weiter. So, ich bin ein Mann, ich lese nicht, ich gehe weiter. Pinkeln. Yay, ich bin wieder da. Scheiße, ich bin wieder weg. Komm her, du Nussadler. So, Aushilfsfluggerät. Der Kondor überlebte, weil er sie verfressen hat. Der Kondor ist ein viel geilerer Vogel als ihr Dinger hier. Ich glaube, vom Aussterben bedroht oder sowas. Ähnlich wie der Kondor ist, glaube ich, der Yeti der Vögel. Nur, dass es ihn gibt. Und deswegen eigentlich nicht der Yeti der Vögel ist. Aber das schneide ich hoffentlich eh raus, weil ich mich sonst ziemlich lächerlich mache. Aber ich mag den Yeti der Vögel. Fark, ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Nein, dreh dich! Dreh dich um, du Lümmel! Oh Gott, ich bin schon wieder halb am krepieren. Yay! Ein Herz und eine Seele. Lalala! Hark! Oh fuck, das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Das wollte ich! Das wollte ich! Ah, ein gutes Teil. Ein gutes Teil. So, einsammeln Schmörgidörk. Und diesmal gehen wir hoffentlich die richtigen Wege. Sofort und ohne Unterlassen der ganzen Sache. Ah, hier schön entlang. Ja. Turbo Bernd. Und da kann auch der Turbo Snakey mir nicht das Wasser. Scheiße! Wie war das noch? Nee. Resetting the Gesundheit Health. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe Herzen gesammelt. Das muss so bleiben. Auf der Seite bin ich quasi fertig gewesen, ne? Jo, da gehen wir jetzt die richtige Seite entlang und machen jetzt die ganz fiesen, miesen Viecherston. Ja. Nein! Oh, wehe, ich komme jetzt nicht zum Knopf und danach nicht zur Statue. Dann möchte ich, dann will ich nicht mehr. Aha. Ich sag ja, von der Seite, die sind so designt, dass man die von der Seite aus umbringen muss. Wenn von der anderen Seite aus kommt, ist das für einen Arsch. Gut, dass ich die Waffe habe. So gut, dass ich die Waffe habe. Ich glaube, ich hätte nur diesen verdammten Mistweg hier lang gehen müssen und dann wäre ich zum Knopf gekommen, oder? Hier war doch bestimmt irgendwo der Knopf. Hier muss der... Oh, hier sind Frauen. Das ist doch viel besser. Ja, die haben bestimmt auch einen Knopf. Die haben zwei Knöpfe. Oh, ich wollte schon sagen, ich habe schon lange keinen HP Max Extendor gehabt. Aber das ist kein Zufall, dass ich einen HP Max Extendor, die Betonung liegt auf Extend und Door. Nein! Jetzt, nein! Rache! Rache! Hier, ich werde dir deinen lackierten Nägel entsägen. Tschöng, tschöng. Ja. Und auch nicht. Oh nein. Toll, was habe ich das gemacht? Einfach nur wegen der Rache. Diese verdammten Gefühle. Die verdammten Gefühle, die haben schon Darth Vader ins Knie gefickt. Mein Gott, ich sollte mal aufhören mit diesen Gefühlen. So. Ach so, toll. Ich kann... Ich muss ihn schlagen. Das war ein Hintern, der da rauskam. Der Hintern einer Holzfrau. So. Ja. Böse Holzfrau. So. Über ein böser Junge. Oder so ähnlich. Ha! Haha, so, wir machen jetzt einen auf Intelligenz. Habe ich mich gerade mit einem eigenen Bumerang getötet? Yay, ich bin so gut. Der Intelligenz. Ich habe Kraft im Arm und gebe weg. Die Kraft des Abhauens. Wozu ist das Ding da? Darf ich das Ding... Hui, das war ein bisschen knifflig, aber jetzt muss ich mich wieder an der anderen Kackstelle vorbeiwursteln, ey. Oh, und weiter nach oben geht. Du bist so ein Held. Und du auch.
Yes! Ja! Damn, damn! Das habe ich nicht geworfen! Das habe ich nicht geworfen! Dem bin ich ausgewichen! Nicht! Egal, so kletter der Schniedelding hier hoch. Gott, ich weiß nicht, warum ich die Dinge so sage, wie ich sie sage. Ich habe jetzt schon jahrelang gefühlt so ein Spiel nicht mehr gespielt für euch und für mich und so weiter. Da bin ich völlig überfordert, was das Kommentieren betrifft. Es geht gar nicht mehr. Deswegen sage ich Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Hängst du dich gefälligst nicht so daran, Mann? Okay, wir gehen... Ja, wir sind jetzt in der super mega tiefen Eishöhle. Und es ist nicht zu kalt, im Gegensatz zur Oberfläche. Na gut, das liegt hier in der Nähe des Erdkerns und daher aushaltbar. Wetten, hier kommt ein Hund? Boss, meine ich. Oh Gott! Sag ich doch, die Hund! Es ist die Hund! Warum? Scheiße! Nein! What? Nein, nicht die Hund! Wie kann man die Hund... Da, genau rein. Haha! Okay, ich muss die Hund. Danke für... Der sieht ein bisschen schwerer aus. Aber er ist echt fein gemacht, ne? Der ist echt fein gemacht. Aber das, irgendwie ist es schon cool. Also ich meine es wirklich nicht ernst, dass das hier scheiße designt wäre. Das ist super. Gut, die Level sind jetzt nicht so wahnsinnig komplex. Also wenn jetzt hier noch ein bisschen was mehr gekommen wäre, wäre das echt geil. Hat gekommen gesagt. Haha. Ha. Oh? Ah, die Finger wackeln. Die Po-Finger. Wenn das Eis kommt. Haha! Ja! Ich schaff dich! Dachte ich, bin ich nicht. Oh, das wackelt! Das wackelt! Weg! Oh, das ist so gut gemacht! Oh Gott! Haha! So, Talk! Nein! Der Manikürenmann ist da! Nein! Hörst du auf? Hörst du verdammt nochmal auf? Bin ich hier bei Tohumon oder was? Au. Haha, der Mentos-Atem kommt nicht so weit. Und ich habe immer noch mein Kreuz. Ja, das wird der zweite Versuch. Das wird der zweite Versuch, Leute. Es wird der zweite Versuch. Der Kopf ist weg. Jetzt kommt nur noch das dicke Knie. Nein, er hat keins. Haha. Schon scheiße, weil er seit 3000 Jahren eingefroren ist. So. Was hast du denn zuletzt gegessen? Ich glaube, ein Fisch, oder? Naja, egal. Von 180 auf 240 innerhalb von ein paar Minuten. Das ist schon krass. Der Spiegel der Welt. Oder was ist das? Nein, das Herz der Sonne. Die Sonne hat ein Scheißherz. Na gut, jetzt können wir die Sonne abstechen. Hier unten, wo die Sonne nicht scheint, gibt's das Herz der Sonne. Ich glaube es nicht. Ey, das habe ich nicht geworfen. Wie komme ich jetzt? Achso, ich komme jetzt. Also wieder raus, meine ich. Gut, das bedeutet eigentlich, ich darf jetzt zum 38. gefühlten Mal denselben Weg wieder zurücklaufen. Und darf jetzt mehr oder weniger weit nach rechts. Links, ne? Da, wo... Natürlich. Oh Gott, diesen Hund, ich vergesse ihn jedes Mal. Haha, meine Frisur ist jetzt nicht mehr empfänglich gegen deine Kammmagie des Einfrierens, dein Wettgel-Angriff. Gut, ich kann nie so einschätzen, wie viel Zeit ich jetzt eigentlich gerade schon voll habe. Aber ich würde mal sagen, wir haben wieder, das ist immer so eine gute Stelle, immer so eine gute Sache. Hat der Burton Boss geschafft, wird die Folge Schluss gemacht. Ja, das schreibt sich auch fast. Dark! Ansonsten ist echt die Frage für mich, ob ich mir... Okay, ich werde es. Schneller! Ich will es! Raucherbein, weg! Sanji, Raucher, Holzkohle, Grill. Schnell! Ja! Ja! Ich bin in der Nähe meiner geilen Statue. Oh nein! 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 Rutsch! So, meine Geldanlagen, ja! Besser als jede Aktie hier. Wundervoll. Die kann ich farmen. Ja, vielleicht soll ich es tun.
So ein kleines bisschen zumindest. So, wir haben wieder Fortschritt und ich... Wer hat gesagt, dass ihr zurückkommen sollt? Ich will die Vögel wieder haben. Na gut, zurück. Ich wollte noch mal gucken, die Karten dich. Also. Das ist jetzt irgendwie komisch. Was ist der gelbe Pfeil? Achso, der gelbe Pfeil ist da hinten. Ja, da kann ich mal gucken gehen. Wolltest du der gelbe Pfeil machen? Dann gibt's da irgendwie, geht's da noch weiter durch. Aber ansonsten scheint es mir, dass ich hier doch relativ so weit alles aufgedeckt habe. Ah ja, stimmt, da gab's dieses eine Haus noch. Ne, da kam ich noch nicht durch. Aber ich kann jetzt auch ganz nach links gehen, um mich zu entfrosten, also um dem Frost vorzubewegen. Also, ich kann mich jetzt durch den Frost durchbewegen, meine ich. Das ist es, was ich sagen wollte. Wir haben Relikte. Wir haben auch noch ganz schön viel offen hier. Herz der Sonne, eine wunderschöne Brosche, die warme Luft verströmt, schützt für Erfrierungen an sehr kalten Orten. Okay, dann war das Herz der Sonne vielleicht auch dafür verantwortlich, dass der Typ überhaupt aufgetaut ist, zumindest partiell. Und eventuell, dass man oder ich dort vielleicht sogar überlebt habe, weil die Hitze ausreichend gewesen ist, um mich zu befriedigen. Ah ja, stimmt, hier gab es noch die Höhle mit dem Wind und das Windhaus. Die sehr luftige Angelegenheit hier. Und hier kam ich... Blabla. Ja, ha! Pixelgenaues Ausweichen, meine genaue Stärke. Pixelgenaues Ausweichen, meine exakte Stärke. Kann ich dich irgendwie hier beleidigen? Nein. So, weg mit dir. Ah, oh, nee, Quatsch. Achso, nee, hier war die Kälte. Aber ich hab nicht mal... War hier die Kälte? Weil hier bin ich ja nicht hochgekommen. Hä? Wo war denn die Kälte, wenn die hier nicht war? Ich dachte, hier wäre die Kälte gewesen. Aber vielleicht irre ich mich auch. Westen Wasserfälle von La Perdie. Okay, nach oben. Gebirge von La Perdie ist Osten. Okay, da waren wir ja gerade mehr oder weniger. Hey, gucken wir erst mal, was wir auf dieser Hängebrücke haben. Hoffentlich lassen wir uns nicht abhängen. So. Jetzt mal weg. Hier hinterm Wasserfall ist Geschmack. Kannst du das immer kaputt machen? So. Du Wasserfall-Besacker. So, kann ich hier irgendwie... Nein, ich habe nichts geworfen. Ich wollte nur nach oben drücken, Mann. Okay, nein. Hinter diesem Wasserfall ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. So. Das wäre ja was, wenn es das Spiel nicht anzeigt, dass da irgendwas Geheimes ist. Nein, Jack, nein, es ist wieder der Müllmann, der hier pustet. Das sind die Ghostbusters, die ihre Patronenbäckchen in Staubsauger mit umgebautem Vakuum ausgestattet haben. Naja. Nein, du sterben, du nix überleben, Freund. So, hier irgendwas? Nopsi nups. Ich mache jetzt hier gerade nur die Erkundung fertig. Ne? Die letzten Folgen waren ja nicht so. Nein! Wahnsinnig lang. Nein! Mann! Warum muss es so pixelgenau sein? Warum? Warum ist es immer so pixelgenau mit dem verdammten Rumspringen hier? Mit dem verdammten Reinhängen. Ich tue doch, was ich kann. Ja. Ja. Und weg und weg und weg. Fuck, das ist so kacke! Das ist so kacke! Aber vielleicht soll ich keinen Doppelsprung machen, einfach nur einen normalen Sprung. Bis jetzt waren die Dinge aber so gut designt und hingesetzt, dass man schlicht und ergreifend einfach hier Doppelsprung, Doppelsprung. So, und jetzt einfach nur. Hulk! Yay, die sind gut designt! Der Hohlweg passt zu meinem Kopf! Na, deswegen muss ich mich doch nicht hier wegholen lassen. Jappi-jappi-japp, kletter, Maxe, kletter. Oh Gott. Das ist eine... Kann ich? Natürlich! Haha! Oh, es ist ein super Kopf gewesen. Ich habe gedacht, es könnte eine schwebende Plattform gewesen sein. Habe ich da unten noch nicht probiert, weiter zu... Dark, dark, dark. Oh, stimmt. Oh, das habe ich total vergessen, dass ich mich da reinhängen kann und gleichzeitig auch noch... Oh, ich habe eine Axt gefunden. Mal sehen, ob sie was bewirkt. Hallo, Kopf. Ich muss irgendwie an... Oh Gott, wie hieß das Spiel nochmal? Das Gameboy-Spiel. Wizards and Warriors Fortress of Doom bei diesen Dingern denken. Das habe ich als Kind nie geschafft, dieses Spiel. Ja. Sarell-Berge. Wie wär's mit einer Sarell-Statue? Im Bezirk von Sarell. La Perdie, hol weg. Ich hol mir gleich was weg, Mann! Boah, diese Zarnhunde, ich hasse sie.
Was? Wieso stehe ich hier rum? Ey, ich konnte nichts tun. Ich stand nur auf dem Boden rum. Weil er Wuff-Wuff gemacht hat, oder was? Oh nein. Aha, abgehauen. Oh Gott. Hoffentlich... Nein, Hund! Okay, ist es beabsichtigt, dass ich da lang muss? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, die Befürchtung, ja. Dann probieren wir diesen Weg beim nächsten Mal nochmal. Bis dann, auf Wiedersehen.